zurück auf meinem Kanal. Ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute gibt es wieder leckere Rezepte mit mir und ihr habt es ja schon im Titel gelesen. Heute dreht sich alles um Riegel und wir werden gemeinsam gesunde Riegel herstellen. Drei Rezepte bekommt ihr von mir an der Zahl und das Beste daran ist, dass wir nur natürliche Zutaten verwenden. Wenn ihr daraus Proteinriegel machen möchtet, dann könnt ihr das gerne tun, indem ihr zum Beispiel Proteinpulver hinzufügt. Das ist überhaupt gar kein Problem. Ich habe das jetzt persönlich nicht gemacht, aber wenn ihr das machen möchtet, dann tut es auf jeden Fall. Das schmeckt auch sehr, sehr lecker. Ich zeige euch jetzt auf jeden Fall mal ein Exemplar. So sehen die Riegel am Ende aus. Ich hoffe auf jeden Fall, dass die Rezepte euch gefallen und schmecken. Und ich würde sagen, wir starten direkt los mit dem ersten Rezept. Für das erste Rezept brauchen wir Cranberries, Kakaonips und Backkakao. Dann habe ich noch eine Mischung aus verschiedenen Kernen, Schmelzflocken, gepufften Amaranth und geschrotete Leinsamen, etwas grobe Haferflocken, drei Bananen, ein bisschen Chiasamen und Dattelsirup. Die Mengenangaben zu meinem Rezept findet ihr dieses Mal in der Infobox unten. Dort schreibe ich alles ganz genau auf. Püriert zuerst die Bananen und gebt anschließend alle restlichen Zutaten hinzu. Um die Mengen der Zutaten immer gut überprüfen zu können, stelle ich immer meine Schüssel einfach auf eine Küchenwaage und kann so immer gut die Zutaten abmessen. Das empfehle ich euch auf jeden Fall auch. Sobald ihr alle Zutaten in die Schüssel gegeben habt, müsst ihr wirklich super gut umrühren, sodass eine feste Masse entsteht. Und anschließend wird diese Masse auf einem Backblech verteilt, das ist mit Backpapier ausgelegt. Anschließend verstreiche ich die Masse gut mit einem Löffel und mit einem Pfannenwender. Wichtig ist, dass man es in eine quadratische Form verstreicht, sodass später die Riegel gut zurechtgeschnitten werden können. Je nachdem, wie dick ihr die Masse verstrichen habt, muss diese nun für ca. 20 bis 30 Minuten bei 170 Grad in den Backofen. Zu guter Letzt müsst ihr nur noch die Riegel passend zuschneiden. Ich habe mich heute dafür entschieden, richtig kleine Riegel zu machen, die nennt man dann auch Bites, aber ihr könnt es im Prinzip zuschneiden, wie ihr das möchtet. Für das nächste Rezept braucht ihr Cashewkerne, Kürbiskerne, grobe Haferflocken, die habe ich dieses Mal von Prosis, Kokosmilch oder eine andere pflanzliche Milch, Schmelzflocken, gepufften Quinoa, dann wieder geschrotete Leinsamen, ich habe dann auch noch Chiasamen benutzt, etwas Acai-Pulver und Dattelsirup. Zum Festigen der Riegel braucht ihr natürlich auch noch eine Banane und etwas Kichererbsen. Vorgang für die Zubereitung ist im Prinzip bei allen Riegelrezepten sehr ähnlich. Ihr gebt immer zuerst die flüssigen Zutaten in eine Schüssel, das waren jetzt bei mir die Banane und Kichererbsen, außerdem auch die Cashewkerne. Anschließend wird noch etwas pflanzliche Milch hinzugegeben und danach alle trockenen Zutaten untergerührt. Nachdem ihr die Masse gut verrührt habt, gebt ihr diese wieder auf ein Backblech, das mit Backpapier ausgelegt ist. Verstreicht die Masse wieder gut, wie bei den ersten Riegeln, und danach kommen die Riegel wieder für ca. 20 bis 30 Minuten bei 170 Grad in den Backofen.
Sobald die Riegel ein kleines bisschen abgekühlt sind, müsst ihr sie nur noch zurechtschneiden und seid dann auch schon fertig. Für unser letztes Rezept brauchen wir Chiasamen, Apfel-Bananenmark oder Apfelmus, gepufften Amaranth und Quinoa, Schmelzflocken, Sonnenblumenkerne, Kakaonips und grobe Haferflocken von Prosis und dann noch ein paar Rosinen. Bei diesem Rezept habe ich vergessen, dass ich noch Ahornsirup verwendet habe, also nehmt den noch bitte dazu. Bei der Zubereitung werden wieder alle flüssigen Zutaten mit den trockenen Zutaten vermischt und danach wieder gut verrührt. Die Masse wird nun wie bei den Riegeln zuvor auf einem mit Backpapier ausgelegten Backblech verstrichen und für ca. 20 bis 30 Minuten bei 170 Grad in den Backofen geschoben. Zu guter Letzt schneidet ihr die Riegel nur noch in gleich große Stücke und seid dann schon fertig. Denkt daran, alle Zutaten habe ich euch in die Infobox geschrieben. Das waren jetzt auf jeden Fall meine drei momentanen Lieblingsrezepte für Riegel und ich hoffe natürlich, die Rezepte haben euch gefallen. Probiert sie doch gerne mal aus und schreibt mir in die Kommentare, wie eure Ergebnisse so geworden sind und welches Rezept euch am besten geschmeckt hat. Und wenn euch mein Video gefallen hat, vergesst auch nicht, mir einen Daumen nach oben da zu lassen und meinen Kanal zu abonnieren, dass ihr immer auf dem Laufenden bleibt. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß beim Ausprobieren meiner Rezepte und bis bald!